Ein Windstoß durch die Londoner U-Bahn genügt und der Kinderwagen macht sich selbstständig. Nur um Sekunden verfehlt ein abfahrender Zug den Wagen, doch das Baby stürzt auf die Gleise. Eine Frau, offenbar die Mutter, springt hinterher, um das Kind zu retten. Sie bringt Kind und Kinderwagen und dann sich selbst in Sicherheit. Wieder nur Sekunden, bevor die nächste U-Bahn einfährt. Wer die Frau und der Mann auf den Überwachungskamerabildern sind, ist nicht bekannt. Ereignet hat sich der dramatische Vorfall am 23. Juli. Jetzt ruft die Londoner Polizei Zeugen auf, sich zu melden. Die Beamten wollen nachprüfen, ob das Kind etwa verletzt worden ist.